Unicorn Zombie Apocalypse. Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Lightning, ich bin am Start, ihr seid am Start, ich bin kurz vor Level 49. Wir spielen heute mal wieder Fortnite und ich habe vorher, beziehungsweise auch im Video, noch ein paar kleine Informationen für euch. Zuerst möchte ich euch eine Sache sagen, das wäre mein Klassenkamerad, den ihr vielleicht kennt. Wartet. Gucken. Vielleicht kennt ihr ja noch, was heißt noch? HD Finn Zocker LP, also Finn Zocker LP. Ja. Der macht Bundesliga-Prognosen. Wenn euch das interessiert, schaut gerne bei ihm vorbei. Link ist hier oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Also, Bundesliga-Prognosen gibt's da. Ja, nächste Sache wäre, guckt gerne auf meinem Teamspeak-Server vorbei. Hier ist die IP eingeblendet. Und ja, ich habe sie auch nochmal unten in die Videobeschreibung geschrieben. Also, ja. Ich mache als erste alle Infos ein bisschen am Anfang. Wenn sie euch interessieren, bleibt dran. Wenn nicht, spult einfach mal zwei Minuten vor oder so. Ich weiß noch nicht, wie lange ich hier noch labern werde. Ja, Leute, dann haben wir nämlich erstmal noch Spind. Mein Outfit ist für... Ist eigentlich mal das? Also das andere ist für ein Squad mit dem... LOL. Seht ihr, wie es gerade gelegt hat? Ja, der Rucksack bleibt, wie er ist. Picke ist eigentlich auch immer die... Dann der Glider ist gut. Eigentlich fliege ich immer mit den Partikeln. Ja, kann bleiben. Das passt auch so. Lobby. So, dann Headset kurz richtig aufsetzen. 3, 2, 1. Headset sitzt richtig. Karriere kennt ihr alles. Ja, der Gegenstandjob. Es gibt nichts Neues. Nur es gibt jetzt diesen neuen Skin. Da hat auch Epic Games ein Bild zu veröffentlicht, was ich euch hier nochmal einblenden werde. Es ist ein bisschen cooler in Action dargestellt. Zum Gleiter kann ich jetzt sonst so nicht sagen. Schaut auf jeden Fall gerne bei Epic Games auf Instagram vorbei. Schaut bei Fortnite und gerne auch bei Fortnite.moments auf der Instagram-Page. Die posten immer coole Fortnite, also ja, Momente, sag ich jetzt. Das ist das Wort. Coole Fortnite-Momente, schaut auf jeden Fall da auch gerne vorbei. Und ja, die posten das Geilste. Leute, auch da gibt's immer wieder Infos, da habe ich das her, aber Leute, Epic Games, Fortnite, Fortnite-Moments, guckt da gerne vorbei und natürlich auch bei mir. Name ist hier eingeblendet. Ja, eine Instagram-Page möchte ich noch erwähnen, das ist die Instagram-Seite von mir und meinem heiligen Squad. Das wäre unter anderem wo ist es denn? Also der Destroyer, Herr ZockerLP, XX und der Street Barrett, den ihr alle kennt, und mich. Wir haben uns jetzt hier kein Squad gemacht, ja. So, Leute, ich werde ein kleines Gewinnspiel starten. Dazu müsst ihr einfach in die Kommentare Ich werde hier einen Code, eine Zahlenkombi einblenden. Irgendwo in diesem Video. Ich sag nicht wann. Weiß ich auch jetzt selber während der Aufnahme noch nicht wann. Da, wer die als erster in die Kommentare schreibt, gewinnt eine Aufnahme mit mir. Oder mit mir und dem Berridge. Sehen wir dann mal. Vielleicht auch sogar mit dem Sekarum Squad. Also dann minus ein. Ich denke mal mit Finn, Zocker, LP, Badge und mir. Der Destroyer braucht das mit der Aufnahme nicht so. Ist ja nicht schlimm. Wir werden bald auf jeden Fall erstes Selfie bei Diddy Destroyer, also nicht bei Diddy Destroyer, bei dem Sekarum Squad, auf der Page posten. Da könnt ihr uns alle sehen. Und wir gucken mal, ob wir es hinkriegen. Leute. Ja. Ich würde sagen, wir springen in eine Runde. Und ja, bis gleich. Leute, eine Sache habe ich noch vergessen. Das wäre, wenn ihr bei diesem Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann ist TeamSpeak Pflicht. Denn ihr wollt ja erstens sicher nicht mit uns.
gehen wir am ins Lobby schon. Dann direkt, ja, nicht in der Zone, aber nah daran, sag ich mal. Oder wir können erst auf den Berg. Alles, was man ist, können wir erst übernehmen. Wer dahin möchte, der soll möge sich dahin bewegen. Ich hasse das. Wir gehen immer ins ganz viele Haus einfach rein. Und looten erst einmal. Also es ist immer geil, wenn man direkt ein Sturmgewehr findet. Kann ich ihn noch in Ruhe lassen, bitte? Überall scheiß Granaten rum, Alter. Wieso? Ich habe ja noch keine Bauressourcen. Finden wir uns später noch. Ach Leute. Die Chest ist da definitiv da unten. Lagerfeuer ist immer geil. Das kann hier bitte noch. Zwei Revolver und keine Pump, wenn jetzt da unten keine Pump ist, bin ich im Arsch, Junge. Pump. Oh. Mann. Ich hab keine Pump, Leute, das ist schon scheiße. Bitte. Pump Uni. Oh, heilige Mutter Jesus, endlich. Endlich eine Farbe. Ich wollte gerade eben, glaube ich, die Pistole gerade. Ich brauche die Pistole, die ist voll geil. Ja. Dann im Schrank, danke, Soße. Aus. Jetzt. Genau, da. Uns den Schildigen. Mal gucken, was hier hinter noch. Sind hier eigentlich Steine am Dach? Habe ich bis heute nicht verstanden. So. Also mit Loot Drops geht's hier schon mal ordentlich los. Ich würde sagen, wir gehen mal ins benachbarte Haus genau hin. Okay, ja, die Chest noch nicht. Ich sehe eine. Na, hier ist doch. Ich weiß nicht. Und Leute, soll ich das LMG für euch mal mitnehmen oder? Es braucht halt Sturmgewehrmunition, das ist scheiße. Aber ich nehme es für euch mit. Leute, wir können ja challengen. Wir nehmen es mal mit. Ja. Aber ich finde schade, dass es Sturmgewehrmunition braucht. Ansonsten. Also hier sind definitiv schon mal Gegner. Oder? Ja. Hier sind definitiv Gegner. Junge! Das Maul! Also, so wie es hier aussieht, ist dieses Haus hier definitiv gelootet. Ja, gut. Ja. Okay, Mini-Kiste vergessen. Da ist noch eins. Oh, da hat zwei Leute. Also wir haben definitiv genug Muni hier.
Ist zu spät. Ach ja, Leute. Das ist einfach nur der Typ war einfach nicht so schlecht. Wir testen es einfach mal. Ich hatte es selber noch eher weniger. Es ist eigentlich eine Scheiße. Der Typ kann das LMG haben. Ich glaube, er will es haben. Ja, Leute, wir könnten uns ja nochmal auf die Jagd nach einem weiteren Lootjob machen. Erstens haben wir schon mal 2 Items, das ist gut. Und wieder nicht. Die haben bestimmt auch. Gecheckt. Sturmgewehr haben wir gecheckt, Sniper haben wir gecheckt. Ich denke, wir haben alles für eine gute 50 gegen 50 Runde, die man einfach mal so, also die kann man so definitiv zocken. Wir haben definitiv. Und hier ist da ein bisschen Ressourcen. Wir können uns einfach mal 20. Ach ja, das gibt ja immer so viel. Ach, wie Müll. Wie viel Müll hier einfach nur drin liegt. Wieso? Für deine Minigun, Alter. Ich weiß nicht, wofür man eine Minigun. Ich weiß einfach nicht, was das ist. Ah. Kommen wir auch mal da hoch, Leute. Ich würde sagen, wir können uns auch da hoch. Ich weiß noch lange nicht, was da oben so alles haben will. So. Ja. Damit soll es aber auch gewesen sein von dieser kleinen Informationsrunde, aber ihr habt da noch ein bisschen Fortnite gesehen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einer neuen Folge Fortnite oder was auch immer wieder. Also es geht schnell, die Zone war noch nicht mehr, wo ich gerade. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.